Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum zu Folge 3 unserer kleinen Reihe über regenerative Energieformen. Mein Name ist Pauline Diebenbusch, unser heutiger Gast und Experte ist wieder Harald Vorbruck und heute beschäftigen wir uns intensiv mit der Sonnenenergie. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Genau, wir fangen direkt an mit diesem Poster hier hinter uns. Das vermittelt uns einen sehr guten Überblick darüber, wie sich eigentlich die Sonneneinstrahlung aufteilt und welcher Anteil letztendlich an der Erdoberfläche ankommt. Und es sind, wie man sieht, nämlich nur 45%. Und wichtig zu wissen ist eigentlich, dass die Sonnenenergie eine Energieform ist, die für uns Menschen eine nicht versiegende Energiequelle ist. Das heißt, die gab es vor uns schon und die wird es auch die nächsten 4,5 Milliarden Jahre geben. Und wir nutzen diese Energie ja auch sehr effektiv und viel im Alltag. Und da wäre meine Frage an dich, in welcher Form eigentlich? Ja, im Wesentlichen gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, dass wir hier direkt die Sonnenenergie in Strom umwandeln. Das ist die Photovoltaik. Mhm. Oder wir nutzen die Wärmeenergie. Das heißt, wir haben dann die Solarthermie. So, hier wo wir jetzt stehen, können wir uns eine Solarzelle in ihren verschiedenen Fertigungsschritten anschauen. Das wird aber der Harald jetzt ein bisschen ausführlicher erklären. Ja, die Solarzelle nutzt im Grunde die Halbleitertechnik. Mhm. Das heißt, als allererstes wird ein monokristallines Silizium erzeugt. Das ist im Grunde nichts anderes als eine runde Stange. Und von dieser runden Stange werden Scheiben rausgeschnitten. Die heißen Wafer. Und diese Wafer erfahren dann hier eine chemische Prozessschritte, um hier die ganzen Eigenschaften, die die Solarzelle haben soll, bekommt. Was hier aber auch auffällt, ist, dass diese Zelle silbrig ist. Und das heißt, sie wird sehr viel Energie wieder zurückstrahlen. Mhm. Das möchte man nicht, man möchte hier das vermeiden. Und deshalb wird hier eine sogenannte Antireflexschicht aufgebracht. Das ist diese blaue Schicht, die man hier aufbringt, um hier sehr viel auftreffende Sonnenenergie aufzunehmen. Dann als abschließende Aktivität kommen dann die sogenannten Kontakte drauf. Das kann man hier wunderbar sehen. Das sind sozusagen hier diese silbrigen Fäden, die man sieht. Wir haben also jetzt gesehen, wie eine Solarzelle hier prinzipiell aufgebaut ist. Wir wissen auch, dass es ein Panel ist, aber die vielfältige Anwendung, die uns die Photovoltaik bietet, die schauen wir uns jetzt an. Also hier sehen wir einige typische Beispiele für die Photovoltaiknutzung. Zum einen haben wir hier einen Radio, der hier die Akkus über die Photozelle aufgeladen bekommt. Wir sehen hier eine Lampe, wo hier nebenbei ein Panel dargestellt ist. Das heißt, über das Panel werden die Akkus in der Lampe mit aufgeladen. Total spannend, in welchen Bereichen das eigentlich eingesetzt wird. Und was ich sehr interessant finde an dem Thema, ist es ja, dass es nicht nur in der terrestrischen Anwendung vorkommt, sondern auch bei Satelliten angewandt wird. Und ja, bereits im März 1958 wurde der erste Satellit Vanguard 1 mit Solarzellen ausgestattet. Er hatte einen batteriebetriebenen Sender und einen solarzellenbetriebenen Sender. Der batteriebetriebene Sender fiel leider nach 3 Monaten aus und der solarzellenbetriebene Sender hielt bis 1964. Das ist eine sehr lange Zeit. Genau, und ich finde das total spannend, weil heutzutage, also es gab damals ja total den Durchbruch und es war ja ein super Beispiel dafür, wie gut es mit der Solarenergie funktioniert. Und inzwischen wird es ja bei Satelliten, aber auch sogar bei der Internationalen Raumstation ISS also angewandt. Also total spannend und faszinierend eigentlich, dass das alles auch dort oben im All funktioniert. Aber lass uns wieder von der Raumfahrt zurück auf die Erde kommen. Pauline, hast du schon mal eine Solarthermieanlage gesehen? Also bewusst kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich mir vorstellen, denn in der Regel ist es so, leider Gottes kann man das auf dem Bild nicht sehen, ist es so, dass man hier nicht nur Photovoltaikanlagen hat, mhm. Die erkennt man relativ schnell durch diese Kontaktierung, ja, diese die Gitter, da ist, die Gitter. Ja, genau. Dann gibt es aber noch andere Paneele, die sind plötzlich ganz dunkelblau oder schwarz. Mhm. Das sind sogenannte Kollektoren und da kann man davon ausgehen, dass das für Solarthermie genutzt wurde. Und dann möchte ich hier die Technik, die dahinter steht, was eigentlich damit geschieht, mit der Wärmeenergie, die da reinkommt, möchte ich dir jetzt an einem Modell zeigen. So, der Harald wird euch jetzt hier dieses kleine Plakat erklären. Darauf abgebildet ist die Funktionsweise einer Solarthermieanlage.
Diese Solarthermieanlage zeigt hier die wesentlichsten Elemente. Wie gesagt, hier haben wir den Kollektor, den ich bereits schon gezeigt habe. Das ist eben dieser schwarze Kollektor. In diesem Kollektor selber befindet sich ein Rohrleitungssystem. Durch dieses Rohrleitungssystem strömt eine Flüssigkeit. Die haben wir hier in Blau dargestellt. Durch die Einstrahlung der Sonne wird jetzt hier diese Flüssigkeit hier erhitzt. Das ist dann die rote Linie. Hier strömt dann dieses Medium dann rüber in einen Wärmetauscher, der in einem Wasserspeicher ist. Der Wärmetauscher gibt seine Wärme ab und das abgekühlte Medium fließt wieder zurück. Die Temperatur, die man da in so einem Wasserspeicher erreichen kann, sind 80 und noch mehr Grad. So warm. Ja, so warm. Dieses Wasser, was da jetzt erzeugt wurde, dieses warme Wasser, kann natürlich jetzt für eine Heizungsanlage im Haus hier verwendet werden. Aber auch man kann es hier zum Duschen oder hier im Bad oder was warm Wasser verwenden. Es gibt ja noch eine andere Anwendung. Es ist nicht nur in dem häuslichen Bereich, sondern wir können auch die Solarthermie auch im industriellen Bereich uns anschauen. Und da möchte ich mit dir jetzt hingehen. Ja, sehr gerne. Du hast ja eben die industrielle Nutzung der Solarthermie angesprochen und dafür stehen wir jetzt vor diesem überdimensionalen Spiegel eigentlich. In echt ist es aber ein Rinnenkollektor. Das ist richtig und zwar hat dieser Spiegel eine Parabolform. Und in diesem Brennpunkt, in dem Fall ist es eine Brennlinie, die können wir da oben sehen, ist hier dieses dunkle Rohr angebracht. Und da ist da drin ein Thermalöl. Und über diese Sonnenenergie, die hier konzentriert auf diese Brennlinie gebracht wird, wird dieses Thermalöl auf 400 Grad Celsius erhitzt. Wow. Dieses Öl fließt dann zurück in einen Wasserbehälter, wo auch entsprechend ein Wärmetauscher ist. Es wird abgegeben, die Wärme, und das Wasser verdampft dann. Wir haben dann Dampf vorhanden und dieser Dampf treibt dann hier eine Turbine an und die Turbine treibt dann einen Generator an. Das heißt, wir haben dann am Ende dann wieder Strom. Zum Abschluss möchte ich jetzt dir was Besonderes zeigen. Hier, Pauline, das ist die Besonderheit, die ich dir zeigen wollte. Ja, Harald, damit kannst du mich leider nicht überraschen. Die kenne ich nämlich schon und ich weiß sogar, was es ist. Und zwar ist es ein Solarkocher. Und im Brennpunkt des Spiegels ist hier ein Wassertopf integriert. Und die Idee dahinter ist, dass man ja Menschen in heißen Regionen, die wenig Brennmaterial zur Verfügung haben, eine Möglichkeit gibt, trotzdem zu kochen. Und funktioniert total toll. Also ich bin total fasziniert von der Erfindung. Und es wird vor allem in Afrika im Privatbereich ja intensiv genutzt. Da sieht man ja auch weitere Photovoltaik- und Solarthermie-Anwendungen auch recht häufig. Und damit sind wir auch fast schon am Ende von unserer kleinen Reihe. Der Harald fasst noch mal ganz kurz zusammen, was wir denn jetzt uns eigentlich angeguckt haben. Also über die drei Reihen haben wir erst mal versucht zu erkunden, was Energie ist und haben dann in den zwei darauffolgenden Folgen haben wir uns intensiver mit dem Thema regenerative Energien beschäftigt. Richtig. Und nochmal vielen Dank an dich, Harald, dass du uns immer alles so gut erklärst und so anschaulich machst. Und ich finde, es ist sehr lehrreich und wahnsinnig interessant. Also man entdeckt hier immer wieder ganz tolle Dinge, die ich vorher auch noch nicht kannte. Und ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie die natürlich gerne unten in den Kommentaren stellen. Und ja, wir hoffen, dass Sie auch bei unseren darauffolgenden Videos wieder dabei sind. Ansonsten freuen wir uns auch, Sie hier im Museum begrüßen zu dürfen. Und bis dahin machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig.